Lassen Sie es einfach. Einer meiner Leser, der Thomas, mit dem ich inzwischen gut befreundet bin, der schickt mir immer wieder Nachrichten und fragt nach Einschätzungen zu Russland, weil er sagt, es ist so viel Information und den großen Medien vertraue ich nicht mehr. Boris, was stimmt denn da? Und er ist auch sehr skeptisch, was das offizielle Narrativ angeht. Und wenn ich ihm dann erkläre, was ich aus meiner Erfahrung mit 16 Jahren Russland und dem direkten Umgang mit Putin zu berichten habe, dann sagt er immer wieder, Mensch, das ist ja kaum bekannt, das musst du doch den Leuten irgendwie näher bringen. Und darum habe ich mich jetzt entschlossen, hier eine Videoreihe zu beginnen mit vielem aus dem, was ich in vielen Jahren auch in Vorträgen in Deutschland erzählt habe, Innenansichten aus Moskau, so wie ich es erlebt habe. Und danke, Thomas, für diese Idee. Ich glaube, das ist wirklich wichtig und ich bin auch allen Lesern dankbar, die offen sind, die genauso wie beim Thema Corona auch beim Thema Russland unideologisch rangehen und einfach sagen, ich will Informationen aus erster Hand und ich bin auch bereit, wenn ich vielleicht eine andere Meinung habe, dass ich eine andere anhöre und auch bereit, mich damit auseinanderzusetzen. Ich möchte heute anfangen damit, wie dieses System Putin im Inneren aussieht, was man da erlebt. Ich erzähle Ihnen drei Beispiele jetzt von Leuten, die ich alle persönlich kenne, wo ich involviert war in diese Fälle und ich könnte endlos das erzählen. Der erste Fall ist der von meiner alten Lehrerin, ich nenne jetzt nicht ihren Namen, die plötzlich bei mir vor dem Fokusbüro steht und Tränen in den Augen und sie sagte, Boris, helfen Sie mir. Sagte ich, ja, was ist denn los? Und da kommen Sie auch erstmal rein, beruhigen Sie sich. Und sie weinte und kämpfte immer wieder mit den Tränen und dann sagte sie, was passiert ist. Sie sagte, mein Bruder will mich umbringen, bitte helfen Sie mir. Dann sage ich, ja, Jelena Petrovna, ich zähle fast den Namen gesagt, der Vorname geht hier, dann müssen Sie sich doch zur Polizei begeben und mit denen reden. Sagt sie, nein, Sie verstehen nichts, Boris, bitte helfen Sie mir. Dann fragte ich, was los ist. Dann sagte sie, ja, Sie kennen doch meine Eltern. Sagte ich, ja, natürlich kenne ich Ihre Eltern, ganz liebe Menschen. Sie haben mich ja vorgestellt und die schätze ich sehr. Sagt sie, ja, der Papa ist gestorben, das wusste ich auch. Und die Mutter ist im Pflegefall und wird jetzt zu Hause betreut, weil es in Russland so gut wie gar keine oder kaum Pflegeeinrichtungen gibt. Und wenn es welche gibt, dann sind die meistens im sehr schlechten Zustand. Und die Mutter ist deswegen in der alten Elternwohnung, wird die betreut von einer Zugefrau. Und sie sagte, dass ihr Bruder ihr verboten hat, die Mutter zu besuchen, weil sie zerstritten sind, weil er Angst hatte. So erzählte sie, dass sie dann irgendetwas mit ihr bespricht, dass beim Erbe irgendetwas geschieht. Und sie weinte wieder, sagte, ich wollte doch meine alte Mutter, die musste ich doch noch mal sehen und ich will doch mit ihr zusammen sein und in dieser schweren Zeit, die erkennt mich ja noch. Aber der Bruder lässt mich nicht hin. Drum hatte sie mit dieser Zugefrau, dieser privaten Pflegerin, hatte sie dann ausgemacht, dass sie heimlich die besuchen darf, weil sie der Bruder nicht in die Wohnung ließ. Und hat das dann gemacht und entweder hat sie diese Pflegerin verraten oder es war Zufall, der Bruder kam, ist dann richtig wütend geworden, hat sie geschlagen, sie sagte, also es war ganz schlimm und hat ihr gesagt, wenn du noch einmal zu meiner Mutter kommst, dann bringe ich dich um und hat ihr auch noch anderweitige Drohungen ihr gegenüber ausgesprochen. Und sie fing wieder an zu weinen, dann sagte ich, ja, das ist ja wirklich schlimm, Jelena, das ist furchtbar, aber da müssen Sie doch zur Polizei. Dann schaute sie mich an und sagte sie, Boris, sind Sie wirklich so naiv? Dann sagte ich, wieso naiv? Dann sagte sie, ja, zur Polizei, Sie wissen doch, wo mein Bruder arbeitet. Dann sagte ich, ja, der ist doch Offizier, hoher Offizier. Sagte sie, ja, hoher Offizier ist er. Sagte ich, ja, beim Militär. Dann sagte sie, ach so, hatte ich Militär gesagt? Nein, er ist nicht beim Militär hoher Offizier, der ist hoher Offizier beim FSB, also dem Geheimdienst, dem Nachfolger des KGB. Und dann sagte sie, verstehen Sie jetzt, warum ich nicht zur Polizei kann? Dann sagte ich, ja, dann verstehe ich's. Und sie erzählte, dass sie bei der Polizei war, dass die ihr gesagt haben, bei einem Offizier vom Geheimdienst können Sie gar nichts machen, da haben Sie selber Angst, haben Sie ihr bedeutet und leider können Sie sich nicht einmischen. Dann sagte sie immer wieder, Boris, helfen Sie mir. Was habe ich gemacht?
durch die Arbeit kannte ich die Sprecherin vom Geheimdienst, habe die angerufen, habe ihr gesagt, was machen denn eure Offiziere hier für einen Terror gegen ihre Angehörigen? Sagte sie, ja, also wir konnten ganz gut miteinander. Da hast du wieder irgendeine antirussische Propagandageschichte. Dann sagte ich, nee, du, das ist keine antirussische Propagandageschichte. Ich erzähle dir die jetzt mal. Und so ist das. Und ich überlege mir jetzt wirklich, ob ich da mal im Fokus eine Geschichte darüber schreibe, wie eure Mitarbeiter, was die für eine Machtposition haben, wie die sich fühlen und dass die quasi über dem Gesetz stehen. Also sagt, jetzt warte erstmal. Später meldete sich die Jelena wieder und sagte, der Bruder habe jetzt angerufen bei ihr und sie darf jetzt die Mutter wieder besuchen, unter Aufsicht. Aber sie sagte, wie ist so ein Wunder passiert? Dann sagte ich nur, ja, schön, dass es passiert ist. Ja, hier ein Happy End, aber was ist das Problem an der Geschichte? Dass aber Millionen Russen, die meisten im Zweifelsfall keinen ausländischen Korrespondenten haben, an den sie sich wenden und der dann mal schnell beim Pressedienst des Geheimdienstes anruft. Und solche Geschichten kann ich Ihnen jetzt in Fülle erzählen, wo irgendwelche betrunkenen, hochrangigen Offiziere oder Politiker Leute überfahren haben, im Suff zum Beispiel, wo dann einfach nichts passiert, weil das sind ja die Mächtigen und die Mächtigen haben immer das Recht. Und was traurig ist an dieser Geschichte, was war die Schlussfolgerung von Jelena aus dieser Geschichte? Jetzt habe ich doch ihren Nachnamen, ihren Vatersnamen habe ich gesagt, das werde ich jetzt rückwirkend rausschneiden. Also wundern Sie sich nicht, wenn da etwas rausgeschnitten ist, weil das muss nicht sein, aber da sehen Sie, man wird emotional bei solchen Geschichten. Sie sagte dann nicht etwa, dass das das System Putin ist und dass der sowas eingeführt hat. Nein, sie sagte, das ist alles die Schuld des Westens, wie es das Fernsehen immer vorhersagt. Unter Stalin hätte es sowas nicht gegeben und Putin ist ja gut, weil der führt ja jetzt wieder das Land zurück zu dieser sowjetischen Ordnung. Also da sehen Sie die Wahrnehmung. Ich bin überzeugt, dass genau diese sowjetische Ordnung das Problem ist. Zweiter Fall, ganz bewegend, das ist eine gute Bekannte auch, die war die Tagesmutter von meiner großen Tochter, Kinderpsychologin und wirklich ein wunderbarer Mensch, also so wirklich, die ist auch selber noch in vielen, im guten Sinne kindlich und also selten so eine Seele erlebt und plötzlich völlig verzweifelt und ihr Mann ist im Gefängnis und hat 5 Kinder, was ist passiert? Ihr Mann war befreundet mit dem Sohn eines sehr bekannten Manns aus dem System, eines Prominenten, der auch in der Putin-Partei war. Und die haben sich im Suff, wollte der dann an eine Frau ran und der Mann hat ihn sozusagen davon abgehalten und der ist dann richtig aggressiv geworden, obwohl die Freunde waren, aber im Suff und dann war irgendwo ein Messer im Spiel und dann hat er sich also ganz leicht am Bauch, wirklich nur ganz leicht verletzt, da war nichts, also der hatte dann einen Schnitt am Bauch und die beiden haben das dann danach auch gesagt, ja, wir waren beide besoffen und das ist zu Ende. Dann hat das aber der Vater mitbekommen und der hat dann gesagt, dieser Schuft muss ins Gefängnis, obwohl der Sohn ihn angefleht hat, hat gesagt, du, ich war selber schuld, ich habe den angegriffen, war dem Vater völlig egal. Dann habe ich sogar den Vater angerufen, habe gesagt, ich bin Vater, er ist Vater, Sie sind Vater, 5 Kinder, Sie wissen doch, wie es war, nein, dieser Schuft muss ins Gefängnis. Und dann, ich habe die Zeugenaussage gesehen, auf die sich das Urteil dann gründet. Und ich weiß, für westliche Verhältnisse, man mag das gar nicht glauben, es waren 5 oder 6 Seiten und es war nur gekritzelt. Man hat kein einziges Wort davon lesen können. Es war nichts zu lesen. Vor Gericht war dann dieses angebliche Opfer, der hat vor Gericht gesagt, nein, ich habe selber angegriffen, das war Notwehr von ihm, er ist nicht schuld. Es war dem Gericht völlig egal, man hat auf Grundlage dieses Gekritzels, also ich habe die ganzen Details, ich habe darüber auch geschrieben, ich hatte eine große Geschichte, hat man ihn dann verurteilt. Ich glaube, es waren 1,5, 2 oder 2,5 Jahre, die ganze Existenz weg. Und als die Mutter sich dann beschwerte, dann hat sich das Jugendamt gemeldet und hat gesagt, sie überlegen jetzt, ob sie die Kinder ihr wegnehmen. Das ist dieses System, weil es einer der Mächtigen war, weil der sagte, der muss bestraft werden. Und Gott, dann musste sie im Gefängnis, musste sie noch Bestechungsgeld regelmäßig bezahlen. Das ist so üblich, damit er von den Wärtern nicht misshandelt wird. Weil wenn man das Bestechungsgeld nicht bezahlt, wird man von den Wärtern, wenn man da ist und von anderen Gefangenen misshandelt. Also sie musste noch bezahlen. Sie wäre völlig, wäre auf der Straße gewesen, faktisch, und ich habe darüber geschrieben und dann haben
Deutsche, meine Leser, ganz viele haben ihr geholfen und haben sie gerettet. Das ist das System, das hier viele als die Alternative sehen, als die Lösung, weil sie diesem KGB-Desinformationsprogramm auf den Leim gehen. Letztes Beispiel, auch eine sehr gute Freundin, wo ich jetzt dazu erzählen, ich glaube, der Kollege Metke hat das einmal geschrieben, dass es für Männer sehr schwierig ist, wenn sie auf russische Seele in einem attraktiven weiblichen Körper treffen. Und das trifft bei dieser Freundin zu und die war in einer Firma und die Firma, die wurde dann irgendwie Opfer bzw. Zielobjekt von einem Raid, so nennt man das, also aus der Verwaltung, aus der Regierung wollte irgendjemand diese Firma übernehmen. Dann hat man denen die Staatsanwaltschaft auf den Hals gehetzt, die dann unbedingt irgendetwas suchen musste. Und bei ihr war, also sie hatte eigentlich gar nichts damit zu tun, aber sie hat dann irgendeinem von den Staatsanwälten gefallen und hat der gesagt, du, entweder du schläfst mit mir oder ich mache gegen dich hier eine, wir finden was und wir machen hier gegen dich ein Verfahren und dann kommst du in den Knast. Und sie hatte wirklich nichts, gar nichts. Und sie war zuerst völlig verzweifelt. Sie wusste gar nicht, was sie tun sollte. Dann hatte aber Gott sei Dank ihr Vater in der Verwandtschaft einen prominenten Russen, den auch in Russland alle kennen, der auch relativ gute Kontakte hat. Und so konnte man den Spieß dann umdrehen und sie musste nicht mit ihm schlafen und auch nicht ins Gefängnis, aber auch wieder nur aufgrund von Beziehungen. Und heulend hat sie mir damals erzählt, hat sie gesagt, Boris, ich will raus hier, du tust dir so leicht, du hast hier einen deutschen Pass, wenn irgendetwas ist, du kannst ausreisen, du kannst weg, ich habe einen russischen Pass, ich bin dem Ganzen ausgeliefert. Wenn morgen irgendein Beamter irgendetwas von mir will, wenn die mir irgendein Unrecht tun wollen, dann bin ich weg. Und das Ganze, wie kam es zu diesem Gespräch? Weil sie sagte, du kritisierst Putin zu viel. Da habe ich gesagt, nein, es ist doch so. Und er sagt, nein, kritisiere weniger. Und sie wollte nicht darüber reden. Sagte, nein, und diese Kritik ist nicht so. Und dann fing sie plötzlich an zu weinen, weil sie, also hochintelligent. Und sie sagte, Boris, ich weiß es, ich verdränge das, aber ich will das nicht sehen. Du kannst dir diese Kritik leisten. Du hast den deutschen Pass, du kannst weg. Aber wenn ich da ständig dran denke, ich muss es mir doch schön denken, sonst werde ich verrückt. Ja, das sind jetzt drei Beispiele. Und nochmal, es gibt ganz viele von diesen Beispielen. Ich könnte es jetzt stundenlang erzählen. Hat das zum Beispiel bei mir, mein Bekannter kam, ein Polizeioffizier, hochrangiger Beamter, und der war dann völlig besoffen, der fand nicht mal mehr die Wohnungstür, aber ich sagte, Sie können doch nicht mehr fahren. Ja, natürlich fährt er, weil er Polizeioffizier ist und weil er weiß, wenn er jemanden umfährt oder wenn da irgendetwas passiert bei ihm, kann ja nicht sein, weil er ist ja Polizeioffizier. Und das ist mittelalterlich, es geht zurück eigentlich auf Chinggis Khan, die Historiker sagen, also diese goldene Horde, die Mongolen, die Mongolenherrschaft, und diese Mongolenherrschaft, da war der Einzelne nichts und die Macht ist alles, das führe ich aber im nächsten Video aus. Und in der russischen Geschichte waren immer diese zwei Pole, die Westorientierten und auf der anderen Seite diese goldene Horde, also die für dieses mongolische Machtmodell stehen, wo der Herrscher und die Mächtigen alle sind und das Menschenleben überhaupt nichts zählt. Und Gorbatschow war ein typischer Vertreter der einen Seite, Putin ist ein typischer Vertreter der anderen Seite. Und natürlich für alle Missstände finden wir auch im Westen, gibt es irgendetwas, da geht auch irgendetwas schief. Aber bei uns ist es Gott sei Dank immer noch nicht die Norm, wo man sagt, ja, das ist halt nun mal so, sondern es gilt zumindest teilweise noch als Missstand. Und bei aller Kritik an dem, was wir hier erleben, bei aller Kritik, ich bin der Erste, der das kritisiert, aber diese Zustände, das wünsche ich keinem. Und diese enorme Naivität hier im Westen. Einfach, ja gut, woher sollen es die Leute kennen? Man, ich verstehe es ja. Man glaubt den Medien nicht mehr zurecht. Und natürlich, man denkt dann, ja, wem soll ich glauben? Ganz interessant, werde ich auch ein Video dazu machen. Die KGB-Überläufer, die Überläufer aus dem Ostgeheimdiensten, die haben schon vor 30, 40 Jahren vorhergesagt, die sagen, die KGB-Langzeitstrategie ist im Westen so, die Menschen zu verunsichern, dass sie nicht mehr wissen, was gut und böse ist. Sie sagen, sie können nichts mehr glauben, und ich werde das mal übersetzen oder auch ein Video dazu machen. Weil was die da vorhergesagt haben, was die Langzeitstrategie ist vom KGB, ja, das klingt eigentlich wie eine Beschreibung von dem, was wir heute haben. Die Sowjets benutzten das Wort ideologische Diversion. Was ist darunter zu verstehen? Ideologische Diversion
Das ist ein langsamer Prozess, den wir entweder eben ideologische Subversion nennen oder aktive Maßnahmen beim KGB oder psychologische Kriegsführung. Was meint das prinzipiell? Dass wir die Wahrnehmung der Realität der Leute von jedem einzelnen Amerikaner ändern. Und zwar so weit, in so einem hohen Ausmaß, dass, obwohl sie so viel Informationen haben, niemand mehr in der Lage ist, irgendwelche Schlussfolgerungen zu ziehen, sich ein Urteil zu bilden, das ihm helfen würde, ihn zu verteidigen, die Familie zu verteidigen oder sein Land zu verteidigen. Es ist ein großes Gehirnwaschprozess, der sehr, sehr langsam geht, der in vier Stationen vor sich geht, in vier Phasen. Die erste Phase ist die Demoralisierung. 15 bis 20 Jahre dauert das. In diesen Jahren, warum dauert das so lange? Weil man so lange braucht, um eine Generation von Studenten zu infiltrieren, im Zielland, im Feindesland, dass man aussetzt der Ideologie des Feindes. Marxismus-Leninismus in diesem Fall. Das wird in die noch sehr plastischen Gehirne von jungen Studenten eingepflanzt, ohne dass deren Gegenwerte, zum Beispiel Patriotismus, dort Platz finden. Die Demoralisierung in den Vereinigten Staaten ist eigentlich schon beendet. Sie ist sogar besser gegangen, als man hoffte. Die Demoralisierung ist so hoch, dass sogar in solchen Bereichen, die selbst Genosse Andropow, die konnten nicht mal träumen, dass das Ganze so. Das meiste ist Amerikaner an Amerikanern geschehen. Dass man normale, echte Informationen bekommt, das wirkt nicht mehr. Eine Person, die demoralisiert wurde, die ist unmöglich, wahre Informationen als solche zu erkennen. Die Fakten bedeuten nichts mehr für eine Person, die dem ausgesetzt wird. Selbst wenn ich ihm Informationen zeige, mit authentischen Beweisen, mit Dokumenten, mit Bildern, Menschen, die demoralisiert sind, selbst wenn ich ihn hinbringe, wenn ich ihn mitbringen würde in die UdSSR, wenn ich ihm dort Konzentrationslagern zeigen würde, eine demoralisierte Person ist nicht mehr in der Lage, das wahrzunehmen. Zu nehmen, solange er nicht einen Kick in seinen dicken Hintern bekommt. Wobei ich das gar nicht als Verschwörungstheorie sehe, da gibt es genügend andere Faktoren und auch die völlige Diskreditierung unserer Politik durch eigene Kräfte, da ist kein KGB schuld und da ist auch kein Russland schuld und da ist auch kein Putin schuld. So gut wie unsere Politik und Medien sich selbst diskreditieren, so gut kann das niemand äußerlich machen. Ich weiß, das war jetzt sehr viel. Das ist befremdlich, wenn man das nicht kennt, aber das ist das, was ich in Moskau faktisch jeden Tag erlebt habe, dass der Einzelne einfach keine Rechte hat. Ich habe das selber erlebt, ich wurde da von der Polizei auch mal geschlagen, ich hatte das Foto von den Polizeibeamten, passiert einfach nichts. Mich haben Polizeibeamte umgefahren, absichtlich mit dem Auto, ich konnte gerade noch wegspringen, man hat mir das Handy weggenommen, weil da Bilder waren, die man nicht haben wollte. Es wurde nicht mal so getan, als ob man in irgendeiner Weise ermitteln würde. Jetzt werden Sie sagen, ja, aber Tendenzen in diese Richtung. Ja, Tendenzen in diese Richtung haben wir auch. Interessanterweise haben wir die seit Angela Merkel vor allem in der Regierung war. Und Angela Merkel ist genauso in sozialistischen Jugendorganisationen sozialisiert worden wie Putin. Und gibt es auch andere interessante Verbindungen. Die Parallelen könnte man noch viel dazu ausführen. Aber das lassen wir jetzt hier erstmal sein. Mache ich dann ein anderes Mal. Ja, danke, dass Sie offen sind. Danke, dass Sie sich verschiedene Meinungen anhören wollen. Und wie gesagt, ich würde mich als Verräter fühlen. Ich könnte mir nicht mehr in den Spiegel schauen, wenn ich nicht das berichten würde, was ich erlebt habe. Ich kann da nicht zweiseitig sein und manche sagen, ja, sie sind nicht zweiseitig genug. Beim Angriffskrieg kann ich nicht zweiseitig sein und vor allem, ich müsste ja schizophren sein, sozusagen, um das so zu sehen. Und Pluralität kommt ja dadurch zustande, dass man verschiedene Meinungen sich anhört und nicht jeder Journalist kann in sich alle Meinungen haben. Es muss in der Gesamtheit der Medien muss eine Pluralität vorherrschen und die, die zwischen den Zeilen lesen können, die, denke ich, die sind da sehr klar orientiert, zum Beispiel mit diesem Narrativ, die Nazis in der Ukraine, die hatten, ich glaube, wie viel, 2% bei den letzten Wahlen hatten rechtsextreme Parteien. Selenskyj ist ein Jude, ganz ein Jude, der auch stolz ist auf dieses jüdische, auf diese
auf sein Judentum, was ich wunderbar finde, und dessen drei Großonkel im Holocaust gestorben sind. Und in Russland Putins Vordenker Dugin ist faschistoid. Er hat Ilin zum großen Nationalschriftsteller gemacht, der sich früher mal für Hitler begeistert. Es ist dort viele Bilder, vielleicht kann ich ein paar einblenden, wie dort Neonazis völlig unbehelligt ihr Unwesen treiben. Und ja, in der Ukraine gibt es auch diese Neonazis und die treiben dort teilweise auch ihr Unwesen, aber es ist als Gesamtphänomen ist das genauso, ja, weniger marginal sogar als in Russland, weil nicht irgendwelche großen Vordenker, irgendwelche von diesen faschistoid denkenden Leute Vordenker sind. Und diese Taktik, die Merkel in Deutschland hatte, jeder Gegner, jeder, gegen den man ist, ist Nazi. Das gleiche mit der Ukraine, und deshalb gehen Sie dem bitte nicht auf den Leim. Egal wie viele Fehler die Ukraine gemacht hat, wie viele Fehler der Westen gemacht hat, können wir alles ein eigenes Video machen, aber das rechtfertigt nicht dieses KGB-Regime, das wir in Moskau erleben. Schwerer Tobak heute. Ich mache weiter mit dieser Serie. Ich freue mich für jeden, der offen ist, der auch andere Meinungen sich anhört. Alles Gute, danke, ciao. Lassen Sie es einfach. Ja, und was wäre so ein Bericht ohne ein kurzes Backup? Heute ein russischer Witz. Ich habe gehört, auch Woody Allen nimmt den für sich in Anspruch, aber es ist ein alter russischer Witz und ich finde ihn wunderschön, und das sagen viele Russen. Sie sagen, die Tatsache, dass ich unter Verfolgungswahn leide, die besagt nicht, dass ich nicht verfolgt werde. Punkt. Ich fühle mich im Moment nicht verfolgt und das ist wunderbar. Ich fühle mich eher ungerecht behandelt und amüsiert von der Bundespressekonferenz. Phänomenal, dass die inzwischen eine Wohnsitzkontrolle machen und nur bei denen, die kritisch berichten. Ja, und dann wundert man sich, dass die Menschen kein Vertrauen mehr haben in die Presse. Auch ganz spannend, die ganzen russischen Propagandamedien, die sitzen weiter in der Bundespressekonferenz. Ich als jemand, der für die Novaya Gazeta schreibt, eine der letzten kritischen, der fliegt raus. Hoppla, ja, ganz viele Fragen da übrigens zur Bundesregierung. In den Worten pro-ukrainisch, 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 genauso wie die DDR für Reisefreiheit, und in den Taten bremsen sie, wo sie können. Ja, man muss kein Huhn sein, um den Verdacht zu haben, dass ein Ei faul ist. Alles Gute, danke, ciao.